Jo Leute, was geht? Ketta begrüßt euch mit Ryzen zu einer weiteren Folge von Dying Light und ja, da ist er auch schon. Tja, Ryzen. Komm mal, ein paar Zombies-Zerstücke. Die zwei Asozialen, die sind wieder zusammen. Wie so ein Affe am Klettern hier, ey. Ja, los, reden wir mit Spike, dem Asozialen. Ist eigentlich alles asozial, wenn ich darüber rede? Irgendwie ja, ne? Ja. Und da ist eine olle Zombie-Schlampe auf die Fresse geflogen. Aber ich bin auch nicht viel besser. Bam. Tja, der Zombie war rechtsradikal. Der hatte nicht mal irgendwelche Haare. Wobei, Zombies haben, glaube ich, keine politische Gesinnung. Lol. Crane, eins war weg. Du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Mist, ist er okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay, warum auch immer wir jetzt da unbedingt hin sollen? Schon wieder bei Lebensrang aufgedingens. Ich habe gerade übrigens grundsätzlich erstmal ein bisschen was verändert. Gucken. Lernen Sie Aufputschmittel herzustellen. Sowas mache ich eigentlich nie. Lernen Sie in den Rucksack mehr mitzunehmen. Ja, das klingt doch schon mal gut. Und ich sehe schon 700. Jemand Gewisses hat Spaß mit den Zombies. Sollen wir einen Wettkampf erstellen? Ein Wettkampf zwischen den zwei Asozialen. Ja, wenn die meisten Zombies fehlen. Rostiges Rohr. Da hinten. Ja. Die werden erstmal geröstet. Boah, bist du hier? Alter, wie ich das mit so einer Anfangswaffe gebacken gekriegt hab, ne? Okay, Schnellreise. Bup. Ah, so einfach, Mensch. Crane hier. Voll. Bericht. Könnte es sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe? Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Toll. Krass. Schon wieder in den Turm rein. Boah. Ja, wir müssen ein bisschen leiden. Verteilt Fertigungspunkte. Genau. Der Arno muss leiden, der kriegt kein Arbeitslosengeld mehr. Prämien sind verfügbar, sobald der Story-Modus abgeschlossen ist. Alles klar. Achso, das aus The Following. Schlichtes Rohr. Kannst du knicken, Alter. Das nehme ich doch nicht mit. Ab nach oben. Hey, es geht ab in den Knast. Ey, diese Animation vom Fahrstuhl ist so unnötig, ne? Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Vor allen Dingen auch ein Hochhaus einfach den Turm zu nennen. Das ist so... Ich weiß nicht. Hätten sie das Hochhaus lieber den Turban genannt. Hätte wenigstens jemand das Ganze ernst genommen. Hey, da hinten ist eine fette Mission. Ja, nimm mal. Ein fettes Schwein, was eine Mission hat. Ich dachte, ich hab ja lange. Gute Arbeit, 31, Crane, richtig? Toll. Und das war alles? Der wollte uns gar keine Mission geben. Arsch. Hör zu, Brecken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Beißer haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht, haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Vom Teufel nochmal. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Brecken, Lena,
Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich geh. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Was war das denn für komischer Handshake, Alter? Jade, auf ein Wort? Klar. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Aber jetzt mal ehrlich, wer steht denn nicht auf Jade? Die ist einfach geil, hey, mit ihrem Akzent. Spaß. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht. Alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie. Und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb. Vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Ach der, jetzt weiß ich auch wieder, wer gemeint ist. Junge, normal erinnere ich mich an den. Jetzt wollen hier irgendwelche Leute wieder, dass wir denen helfen und wir wissen nicht mal warum. Ich frage mich, was Davut noch so alles in seinem Geschäft hat. Ich bin mir sicher, dass wir einiges davon gut gebrauchen könnten. Ja, und deswegen sollten wir direkt auch überall einbrechen, oder was? Schlechte Idee, Herr Dübel. Hey, hast du Ersatzschlüssel für 202? Was ist denn los? Und drin ist was faul und die Tür ist abgeschlossen. Boah, spannend, Alter. Vielleicht erstmal zum Dealer. Nein, Spaß. Erstmal ab nach oben. Boah, ey, wir kommen aber gut voran eigentlich, ne? Jo. Wird man sich nicht jede... Wie aggressiv denn los? Aber hier, er hat sich eingeschlossen. Wir konnten ihn schreien hören. Klang nach Verwandlung. Klar, aber ich kenne das nicht mehr aus. Bitte. Er ist gut. Na hier, bist du da? Hilf mir. Was ist mit dir? Ich kann mich nicht rühren. Nein, die Schmerzen... Blablabla. Und jetzt... Dieses Zeug ist Müll. Blablabla. Sag mir, woher du es hast. Der hat sich gar kein Antizin gespritzt, wahrscheinlich so einen billigen Fake aus China. Was? Nein, das verwandelt sich nicht. Ich muss hier weg. Braucht aber ich will meine Frau und mein Kind an einen sicheren Ort. Turm dürfte der einzige sichere Ort sein, den es gibt. Vielleicht. Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was. Es gibt einen Weg nach draußen. Aus den Slums? So ist es. Ich muss ans andere Ende der Stadt und dafür brauche ich eine Schusswaffe. Wenn du mir eine besorgst, sage ich dir... wo du einen Laden finden kannst, der noch nicht geplündert wurde. Woher weißt du, dass da überhaupt noch was ist? Weil es nur eine Person gibt, die Zugang dazu hat. Und das bin ich. Bring mir eine Waffe. Bring mir eine Waffe. Im Ernst? Hatten wir nicht noch irgendwo andere Missionen, oder? Haben wir die schon alle angenommen? Jo. Jo, normal. Dann machen wir jetzt Hauptquest oder Nebenquest. Wie du einfach schon am Einpennen bist, wie so ein richtig Asozialer. Dabei haben wir beide heute nicht gearbeitet. Ja, ich wollte für trainieren. Normal, das muss auch mal sein, ja. Lass mal gucken, was die Alte schon wieder will. Sie sollten sich das ansehen. Ah, die Lena. Falsche Chargennummer.
Ist das eine Fälschung? Jemand im 21. hat's geschluckt und kann sich jetzt nicht mehr rühren. Aman, geh zu ihm. Wo hat er es denn her? Von Yusuf, einem der Späher. Er wird es kaum hier herstellen. Jemand muss es ihm liefern. Ich red mal mit Yusuf. Je eher, desto besser. Tun Sie ihm nichts. Sprechen Sie mit ihm. Okay, dann reden wir mit ihm und danach nehmen wir unser rostiges Rohr und schlagen ihm die Fresse ein. Ich glaube, ich glaube, der Witz wird langsam alt. Aber schlecht, auf gar keinen Fall. Alter, wie weit nach oben soll ich noch rennen? Achso, GRE kontaktieren müssen wir ganz nach oben. Ja, der GRE, der will nämlich unbedingt wieder Priorität haben. Lol. Nee, jetzt sind wir wieder zu weit oben. Sollen wir nach hier oder was? Hä? Ich check das nicht. Wo sollen wir den GRE kontaktieren? Auf dem... Wir sollen doch nicht etwa auf den Kran drauf springen, oder? Und dann da irgendwie anrufen. Das soll beides angeblich unten sein. Ah, wir können hier noch mit so einem Asozialen reden. Also, warte. Er portet sich, statt 5 Meter Yusuf zu laufen. Willkommen bei Yusuf. Aber ja, natürlich. Wer, Yusuf? Da ist ein Gebäude in der Apotheke. Da hausen ein paar Überlebende drin. Ich weiß nicht, wie viele. Ich war noch nie drin. Sie haben Arzneien. Einiges davon ist echt. Wohl aus der Apotheke. Aber sie stellen auch selbst welche her. Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento. Okay, die restlichen Ampullen verbrennst du. Aber die waren schweineteuer. Wenn du weiter mit diesem Zeug handelst, wird's um einiges teurer. Weil sich das so gut verkauft. Bei den Asozialen. Das war schon wie Crystal Meth. Ja, normal. Und danach geht's einem nicht mal gut. Die Leute haben einfach die falschen Drogen genommen. Ja, wo soll ich den... Wo soll man den GRE überhaupt kontaktieren? Also so angeblich auf dem Stockwerk hier oder was? Oder soll man auch unten fahren? Wovon ich jetzt schon eher ausgehe. Boah, wie asozial der GRE einfach ist. Jetzt muss ich mich aber echt mal zusammenreißen. Alter, wir sind beim vierten Part schon. Außer Gefecht sind, möchte Bracken, dass die Späher... Boah, du bist noch nicht vorangekommen, weil wir uns mal halt anhören. Ja eben, das hasse ich. Ich könnte da tasten, Alter. Immer muss die irgendwelchen Leuten, die irgendeine Scheiße labern, zuhören, die ganze Zeit. Da hier. Boah. Für mich zählen drei Sachen: Zombie, rostiges Rohr und Fresse einschlagen. So. Jetzt ist gut. Ha, um Wettkampf herzustellen. Okay. Ja, ja, ja. Das ist eine Herausforderung. Okay. Finden Sie die meiste Beute. Wie soll das denn klappen überhaupt? Lol. Na, wenn man das macht, dann kriegt man Achievements und so einen Scheiß. Erbeuteter Wert. Boah. In 53 Sekunden. Alter, what the fuck? Ich bin hier so am Arsch der Welt. Da kann man überhaupt nichts finden. Ich gerade auch nicht. Ein Müllton ist öfters mal was. Oder ein Telefon. Ist leer. Der Reisen. Ich bin am Arsch der Welt. Wie soll ich hier was finden? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht ist ja hier drin irgendwas Spannendes. Ja, falsch gedacht. Tollen Dietrich, Alter. Jetzt bin ich reich. Normal. Jeden Scheiß kannst du aufheben und das bringt sogar noch voll viel. Tja. Ja, was ist? Wir haben noch zwei Ampullen Pseudo-Adizin gefunden. Bracken ist stinksauer. Logisch. Und Bahir? Stabil. Und Bahir stabil. Boah, Alter, brutal.
Ja, sobald man nicht mehr auf normal spielt, kann man diesen Scanner gar nicht mehr benutzen. Welchen Scanner? Ja, das ist auf Q. Doch, kann man. Wenn man auf schwer spielt, geht das nicht. Ach so, ich hab das falsch verstanden. Ich dachte, es gibt irgendwas auf schwer, was auf normal nicht geht. Alter, hier frisst mein rostiges Rohr, Schlampe. Ich glaube, die Leute regen sich jetzt schon auf. Ich glaube, ab dem nächsten Part wird dann kein rostiges Rohr mehr kommen. Es tut mir auch leid, aber wir haben einfach keine besseren Waffen als rostige Rohre. Naja, übrigens, ich habe einen neuen Punkt freigeschaltet. Kontaktieren Sie den GRE? Wo zur Hölle soll ich hin, Alter? Oranger Punkt. Doch. Wahrscheinlich führen die einen im Kreis. Es gab sogar mal eine Mission in dem Spiel, wo du immer im Kreis gelaufen bist, bis ich dann mal rausgefunden habe, dass du wo ganz anders hin musst, als dir angezeigt wird. Warum auch immer. Jawohl! Und auf die Fresse! Yeah, das Schild noch gleich mit ausgerissen. Alter, die Schilder haben ja überhaupt keine Halterung. Und es geht natürlich nicht, den GRE vom Hochhaus aus zu kontaktieren, wo man wahrscheinlich den besten Empfang hat. Nein, wir müssen jetzt auf genau dieses Gebäude und kein anderes klettern, um den GRE zu kontaktieren. Puh, ich muss mich gleich mal strecken, Alter, wenn wir durch sind. Crane hier. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier nennt sich Raiz. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Normal, alle Gegenstände doppelt beste, Alter. Besser hätte man es nicht regeln können. Rostiges Rohr. Kommt man nicht mal raus. Boah. Junge, das macht richtig Spaß, Alter. Dem Zombie zu bearbeiten. Toll. Vor allem, wo der blutet aus dem Arm. Hier irgendwo Richtung Schulter. Völlig sinnlos. Richtig useless. Normal, da wurde gerade ein Paket abgeworfen. Sollen wir zu, oder keine Ahnung, was dieses Blaue da ist. Auf jeden Fall mal vielleicht hin. Und ist schon wieder weg. Ist ja doof. Wo ist denn das eine? Yeah. An allem erstmal vorbeirennen. Außer den trete ich weg, weil ich gerade Spaß dran habe. Stufe 9. Boah, wie schnell bist du gelevelt, ey? Nein. Ich habe gerade nur geguckt, wenn man diese Fähigkeit kriegt. Ach so. Um einen Story-Wettkampf zu starten, okay. Können wir die Wettkämpfe machen? Dafür kriegen wir Achievements und so einen Scheiß. Normal, danke. Drei Viertel aller Pakete kommen im Kessel runter. Fängst du dort an, ist die Chance am größten, dass du die Abwurfstelle vor den anderen erreichst. Ich bin so scheiße im Parcours. Ich kann das wenigstens ein bisschen. Jade, nähere mich der Abwurfstelle.
Und da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Was, das ist hier schon? Junge. Da oben irgendwo. Ja. Toll, da kommt man nicht mal hoch. Junge, Lachkick, Alter. Ey, langsam fühle ich mich hier verarscht. Boah, ja, jetzt geht's. Ja, die Kiste ist hier gelandet. Jawohl. Lach. Also du musst 10-mal einen Wettkampf machen und 7-mal davon gewinnen irgendwie. Oder allgemein 7-mal gewinnen. Nix drin. Vielleicht sollte man die mal irgendwie mehr entsorgen oder so. Jawohl, noch weitere Kisten. Ja, 2 Pakete. Sie sind leider woanders gelandet. Aber du bist ganz in der Nähe. Du musst als Erster bei den Kisten sein. Boah, ich kann mir das nicht vorstellen, ey. Boah, nächster Wettkampf oder was? Ich find's irgendwie lustig, dass wir beide dieselbe Person spielen. Schon behindert, ey. Schon irgendwie gestört. Ich muss mal irgendwie schnell aufs Dach und den Part beenden. So schön das auch ist gerade. Jade, ich muss was überprüfen. Jetzt? Alter, ich hab ein Kind gehört hier. Normal, wir sind Superman, wir müssen auch Kinder retten. Und andere Minderheiten. Ich hoffe mal nicht, dass es dieser Schreizombie ist, dann kriege ich einen Anfall. Okay, dann im nächsten Part sehen wir, was dieses Kind ist. Bis dann!